So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, in dem Part machen wir andere Dinge, als nur mit dem Magnet rumzuspielen. Aber wir haben das letzte Mal den Magnet bekommen, den ersten Schrein erledigt und von dem alten Mann uns sagen lassen, dass wir noch mehr Schreine besuchen sollen. Aber dann habe ich angefangen, die Kiste hier zu sehen und ich will da ran. Und ich glaube, man kommt da auch ran. Ich will jetzt gerade versuchen, ein Konstrukt zu bauen, was mir dann hilft von hier so. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinkriege. Ich habe jetzt gespeichert, ich bin dann leider gestorben, weil mich die Plattformen erdrückt haben. Aber jetzt. Oh shit, ich habe die da hinten vergessen. Komme ich da noch hin? Komme ich an die Plattform noch ran da? Reichweite? Reichweite reicht nicht. Okay. Ich habe eine Plattform. Ich habe jetzt aber gespeichert. Ich speichere dann gleich nochmal. Damit, wenn wir sterben, die Plattformen nicht wieder und so, ne? Denn das war blöd. Und ich habe gelernt, das wurde bestimmt geschrieben in den Kommentaren, aber ich habe gelernt, da unten steht Abstoßen und Anziehen. Ich kann die von mir weg und wieder hinziehen. Also das ist auch nochmal eine Vereinfachung in der Steuerung. Ui. So weit gehen die also. So, jetzt nochmal speichern. Ich hoffe, man speichert dann auch wirklich genau die Stelle und nicht nur, dass man hier war. Ich weiß es aber nicht. Das werden wir sehen, wenn wir gleich wieder tot sind. Wenn ich aber nochmal verrecke, dann lasse ich es. Also ganz ehrlich. Es es soll ja nur ein Versuch sein. Dass das halt vorher abbricht, ist ungünstig. Oh oh. Alter. Alter. Mehr Glück als Verstand. Der Junge hat mehr Glück als Verstand. So. Kriegen wir das irgendwie da rein? Das müsste. Ja, genau. So. Sehr schön. Das hatten wir vorhin auch schon. Hätte ich gerne die hier. Befreie dich. Muss ich anders drehen. So. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich lasse jetzt los und dann haue ich ab. Okay. So weit, so gut. Das ist nicht ganz das, was ich will. Oh, die sind unterschiedlich groß. Oder? Tatsächlich, die ist ein bisschen größer. Das habe ich gar nicht bemerkt. Dann tut die ja vielleicht genau das, was ich will. Falsch rum. Toll. Passt die da genau rein? Scheiße. Okay, wo starte ich jetzt?
Also ja, gut, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich fortsetzen mache, starte ich wahrscheinlich beim Auto. Safe, ja, das war klar. Aber ich habe ja einen eigenen. Das ist der da hier. Und vom Bild her müsste ich doch jetzt genau da starten, wo meine Steine sind. Nein! Nein, also kann man nicht die Stelle speichern. Nein, ich will aber genau die Stelle da laden. Aber er startet dann. Ah. Scheiße. Ach, verdammt. Ich wette, man kommt da hoch. So, da sind wir wieder. So blöd. Es ist so blöd. Welches ist denn jetzt die flachere, sage ich schon, die musst du mal kurz aufeinander legen. Ich glaube, eine ist nicht so breit wie die anderen. Die eine ist am breitesten. Und das ist, glaube ich, die, die hier als Brücke gedient hat. Während die anderen zwei, die das Loch blockiert haben, die waren nicht so breit. Ich glaube, das hier ist die breiteste, die ich hier gerade habe bei mir. Ja. So, das heißt, die will ich jetzt mitnehmen. Ich muss es halt irgendwie so hinkriegen, dass selbst wenn das Ding runterknallt, es nicht auf mich drauf fliegt. Scheiße. So. Jetzt schön vorsichtig. Ja, perfekt, perfekt. Selbst wenn es jetzt runterfällt, kann eigentlich nichts passieren. Jetzt ein bisschen von mir abstoßen noch und loslassen. Ah, jetzt hat nicht mal das funktioniert. Aber hier müsste ich eigentlich sicher sein. Hier kann es eigentlich nicht auf mich drauf fallen. Wenn ich von hier aus, wenn ich hier stehen bleibe, müsste eigentlich alles gehen. Weiterhin, nicht weiterhin. Nein! Wieso habe ich sie jetzt quer gedreht? Komm wieder. Gott, nein! Hör auf zu randalieren. Mehr hin, wie ich das will. Brauche ich vielleicht doch die große. Wenn ich halt hier hingehe, dann bin ich, gehe ich halt wieder, laufe ich halt wieder Gefahr. Was wird das Ding? Oh, andere Idee, weil ich das gerade so sehe.
Ja, und jetzt noch umkippen. Aber nur ganz vorsichtig. Scheiße. Nein! Oh Mann! Nein! Irgendwie klappt das nicht so wie vorhin. Obwohl ich jetzt sogar mehr weiß von den Dingen, ob die besser steuern kann. Naja, aber gut, besser ist wieder relativ. Ah, ich brauche wirklich die größere wahrscheinlich. Das ist der Grund. Ja, das hätte ich mir ja auch denken können, dass ich das nicht rausziehen kann, so. Schon wieder. Oh, dass das immer wieder so zugeht. So, komm her, danke. Dann kann ich auch mit den Würfeln alleine weiterkommen. Der Würfel müsste so hier ja hinkommen, ja. Gehst du einfach mal jetzt da drauf. Ja gut. Das passt ja. Das reicht nicht. Blöd. Ein bisschen höher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nach drüben. Nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch, sonst knallst du mir wieder auf mich drauf. Ja, genau. Stopp. Perfekt. Jetzt gehe ich hier drauf. Und dann gehe ich hier drauf. Okay, wir sind oben. Jetzt muss ich irgendwie den Weg darüber finden. Ja, wenn ich jetzt dieses Segelding hätte, dann hätte ich schon gewonnen. Ich weiß. Ich da runterfalle, ne?
Aber so alleine hier von hier oben scheint nichts weiter zu sein. Das wollte ich auch gucken, ob hier oben überhaupt was ist. Okay, dann gehen wir wieder rüber. Oh Gott. Mama. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Oh nee, komm schon. Ach nee, jetzt. Uah. Das war nicht so smart. Scheiße. Komme ich irgendwie an den Würfel da drüben wieder ran? Nee, der ist viel zu weit weg. Das ist alles zu weit weg. Kacke, ich habe nur eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen und die gefällt mir nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach langsam, Junge. Probier's erst nochmal mit dem Würfel. Nee. Das ist das Einzige, was geht. Was? Gott. Wenn ich jetzt runterfalle. Okay. Okay. So. Jetzt ist die große goldene Frage nach wie vor. Wie zur Hölle kriege ich einen Weg von hier nach darüber? Ich komme an das Ding da unten gar nicht mehr ran, oder was? Das ist blöd. Jetzt noch? Gar nicht. Scheiße. Okay, dann muss ich mit denen hier jetzt erstmal zurechtkommen, die hier sind. Das heißt, Moment, das heißt, wenn mir die Scheiße runterfällt, kriege ich sie nicht mehr. Oh nee. Oh nee. Wenn mir die Scheiße runterfällt, kriege ich sie nicht mehr. Ich brauche das Ding. Oh, das muss jetzt echt vorsichtig alles passieren. Ich habe ja einen Plan. So ist es nicht. Ich habe schon einen Plan. So, das geht jetzt erstmal hier hoch. Zack. Dann brauche ich den zweiten Würfel. So. Dann brauche ich so eine Platte. Sag bitte nicht, dass ich an beide nicht mehr rankomme. Nein! Gott. Da kommt er halt nicht hoch. Aber den. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh, ich komme ran. Oh mein Gott.
Okay, vielleicht sollte ich die nicht ganz so ungünstig parken, für den Fall, dass ich wieder runtersegel. Nein. Meine Güte. Die Reichweite ist halt echt so ein kleines Problem, ne? Okay, aber ich komme an das Ding ran und an das andere auch. Das ist gut, ich habe also zwei zur Verfügung. So. Jetzt wird's spannend. Nein, 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 nicht so hoch, nicht so hoch, nicht so hoch. Schön hier unten bleiben. Bisschen hoch. So, erstmal hier absetzen. Oh Gott, 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 oh Gott. Bloß nicht runterfallen, Alter. Ich raste aus. Yes. Wehe, du schiebst das andere Ding jetzt weg. So. Okay. Okay. Das wird noch nicht reichen, oder? Ich wollte halt vor allem, und das ist hoffentlich dann auch das, was ich machen kann, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte das hier so als Gewicht benutzen. Dass ich das jetzt noch ein bisschen weiter rüber, weiter nach vorne schieben kann, nämlich. Weil das müsste ja eigentlich durch das Gewicht sich so ein bisschen verschieben lassen. Ein bisschen. Oh Gott, es geht schief. Alter. Sollen wir es probieren? Reicht das? Komm, wir probieren's. Das Problem ist halt, ich kann nicht zwischenspeichern. Das ist so kacke. Alter! Da ist ein fucking Reisebogen drin! Da ist ein fucking Reisebogen drin. Das hat sich gelohnt. Ich dachte halt, das ist was super... Die hat so geleuchtet und so geguckt, die Truhe. Ich dachte halt, das ist was super Wichtiges.
Es ist ein Bogen, der auch kaputt geht nach einer Weile. Ach, komm schon. Scheiße. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Überlebe ich das? Okay. Ja, fuck. Das ist ja jetzt ungünstig irgendwie. Oh Mann. Ich war so angespannt und ich dachte, das ist was super Wichtiges und toll und voll cool. Und dann ist es ein Reisebogen. Ah, Scheiße. Was mache ich jetzt mit der Folge? Jetzt ist die 20 Minuten lang und ich habe einen Reisebogen bekommen. Oh Gott, ist das blöd. Hi. Aua. Bockblindknochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hat er zumindest in deiner hält er zumindest in deiner Tasche still. So alt, dass er schnell kaputt geht. Achso, das sind meine Waffen. Alter. Aber er ist besser als der Ast, ne? Also könnte ich eigentlich den Ast wegwerfen und aber, naja, ist ja wurscht jetzt. Boah, ey, das hat sich gelohnt. Oh Mann, das tut mir jetzt echt leid. Ah, dann kann ich doch nicht rechnen, dass da nichts Wichtiges drin ist. Das sah super wichtig aus, die Truhe. So, der Typ hat gesagt, ich soll nochmal auf den Turm hoch, ne? Hm. Dann machen wir das vielleicht mal schnell. Ist das eigentlich... Ist das jetzt ein Stein? Ist das jetzt ein Metallstein, oder? Tatsächlich. Platsch. Oh Mann. Komm, wir teleportieren uns mal. Haben wir das auch mal gezeigt. Vor allem die Leute, die wissen, was in der Truhe drin ist, die werden sich halt denken, oh nein, du machst da so einen Aufriss und dann ist da nur ein Bogen drin. Ei. Ja, er kann sich anscheinend auch teleportieren, ist in Ordnung. Oh, 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 oh. Na dann, was hast du mir denn noch zu erzählen? Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Ja, sorry, ich musste, ich hatte wichtige, wichtige Dinge hatte ich. Ich hab's vergessen, ja. Hab dran gedacht. Hast du etwa vergessen, dass ich einfach teleportieren kannst? Naja, ja, habe ich dran gedacht. Nun denn. Oh. Ich habe dich hierher gerufen, hierhin gerufen, weil das der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Chica-Stein über eine Fernglasfunktion verfügt? Yes. Suche mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Aha. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Oh, 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 das ist Altersweisheit. Die Jahre hier draußen in der Wildnis haben mich das ein oder andere gelehrt.
Dann los, nun sieh dich schon um. Mann, du bist der König, ich sehe das doch. Du siehst voll aus wie der König. Was, wenn das nicht der König von Hyrule ist, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe einen, falls er das ist. Ja, das ist eindeutig einer. Markieren mit A. Huch. Bam. Da ist der andere Turm. Da ist noch einer. Ach. Ich will schon ordentlich treffen. Bam. Ich mag diese Markierfunktion, auch wenn ich sie wahrscheinlich nie weniger nutzen werde. Aber ich mag sie. Da ist noch ein anderer Turm. Ach, gucke mal. Bäm! Das waren dann wohl alle. Drei Markierungen, drei Ziele. Ein weiter Weg. Und auch dann verlassen wir erstmal nur dieses Plateau. Das ist bisher nur... Das hier! Willst du mich verarschen? Ach du Scheiße! Guckt euch das an! Das, was so weit weg ist, das ist einfach nur hier. Was? Was? Das ist doch hier, die Hälfte ist doch hier, ist doch nur Deko, bitte. Das kann doch nicht sein. Alter. Alter, das ist so krass. Was sehen wir denn noch eigentlich interessant? Da war ja eine Hütte, ne? Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal zu der Hütte gucken. Na gut, jetzt haben wir jedenfalls die drei Dinger markiert. Das ist dann anderes Gebiet, hoffe ich, glaube ich. Hallo Luftschiff. Ja, das da ist der böse Ganon. Es ist so krass. So, ich habe alles markiert. Yes! Hast du den Schrein entdeckt? Hilfst du mir wiedersehen? Wie wär's mit ja? Oh. Wenn du das Paar-Siegel haben möchtest, sollst du dich ins Zeug legen. Ja, man darf also so schnell hier noch nicht die Ebene verlassen. Zumindest ein bisschen sind wir da noch eingekerkert. Da kommen wir nicht raus. Aber das wird zu riesig. Alter, ich habe keine Ahnung, wie wir hier... Gott. Ich bin überfordert. Minimal. Nur ganz minimal. Entschuldigung. Boah. Vor allem jetzt habe ich... Das kommt mir gerade. Jetzt habe ich für diesen blöden Bogen... für diesen saublöden Bogen... habe ich jetzt so viel Essen hergegeben, weil ich immer wieder verreckt bin. Und... Also nicht verreckt, sondern weil ich halt... Was habe ich denn jetzt noch an Essen? Ja. Meine ganzen Rostäpfel sind weg. Scheiße. Ach, komm schon. So was Blödes. Na gut. Handeln wir mit Essen, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Ich brauche übrigens auch wieder eine Axt, kommt mir gerade. Ja, also hier kommt man halt noch nicht runter. Ist noch nicht so günstig. Weißt du, überall kann er klettern, aber das ist dann doch wieder zu viel. Natürlich. Spiderling, Spiderling.
hier besser nicht zu nah ran. Da ist aber auch nirgends ein Fass oder so, womit ich die sprengen könnte. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich von denen will. Die haben nichts zu essen. Sieht nicht so spannend aus bei denen. Lassen wir die mal in Ruhe. Oh. Ja. Habt ihr mich gesehen? Bin schon weg. So. Hops. Zu welchem gehen wir denn als erstes? Zu welchem Schrein? Ich würde schon sagen, dass wir auch die Schreine jetzt erstmal ablaufen. Ich denke, wir gehen als erstes zu dem, den ich hier als orange markiert habe oder gelb oder was das für eine Farbe ist. Der war ja gleich hier am Rand. Und ich habe gelernt, ich werde nicht mehr random Kisten. Wobei, ach, es wird mich wahrscheinlich schon wieder bereizen, wenn ich sowas sehe in der Richtung. Aber ja, ich glaube, ich bin da auf jeden Fall nicht so hin, wie man hinkommen sollte. Denn das war viel zu viel Aufwand für so einen blöden Bogen. lieber nicht. Ich wollte nur gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Krogsamen auf uns wartet. Ich meine, es gibt ja... Wie viel hat Nico geschrieben? Ich glaube 900 Stück. What the fuck? Die man hier finden kann. Also ja. Oh, sind wir schon da? Ach nee, Quatsch, das ist so ein Ding. Das ist so ein kaputtes... Spurtkröte. Eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Ah ja. Antike Achse. Da ist noch eine Spurtkröte. So sehr spurten die aber auch nicht. Ich sehe schon kommen, die werden alle dann irgendwann wieder wach, wenn ich hier irgendwelche Dinge tue. Alle wieder zum Leben erweckt dann. Was sieht so schön aus. So, da ist dann auch schon... Huch! Was? Jetzt? Ich meinte eigentlich nicht, dass das jetzt schon passiert. Kann ich dem ins Auge schießen? Oder checkt überhaupt was? Der reagiert auch nicht auf sowas, ne? Nee. Hi. Oh oh. Oh mein Gott. Link, würdest du bitte in die Richtung zielen, die ich... Ja, gut. Wow! Das hat wehgetan. Hoppala. Das hat wehgetan. Ach du meine Güte. Ah, wir standen aber hier.
viel Schaden macht das nicht. Ich glaube, das macht mehr Schaden, wenn ich auf ihn drauf haue. Trifft er mich eigentlich immer? Alter! Der trifft mich anscheinend immer. Okay. Okay. Kein Problem. Muss ich dann entweder noch außen rum gehen oder kann ich einfach nur schneller sein? Nope, das wird nichts. Tschö. Im Moment komme ich gegen die wohl noch nicht so gut an, wenn ich mir das so angucke. Denn wirklich Schaden habe ich nicht gemacht. Gut, dann lassen wir den halt in Ruhe. Gut, dann gehen wir außen rum. Warum nicht? Das ist ein Schwert. Normales Schwert oder wahrscheinlich? Ein Soldatenschwert, ja. Nicht ganz normal, ein bisschen stärker. Oh, sogar ziemlich stark. Dieser Schwert benutzt einzelne Schlosswaffen von Irule. Seine scharfe Schneide leistet im Kampf mit Monstern gute Dienste und ist äußerst haltbar. Sehr schön. Ja, nix voll. Fackel. Kann ich das irgendwie direkt wegwerfen? Über einen Shortcut? Oder muss ich das dann so machen? Flieg und Sieg! Yay! Vielleicht werden wir das ja mal eine Weile behalten. Warum liegt hier eine Tür? Und warum ist die Tür metallisch? Und wo kommt die her? Ich wollte nicht metallisch übrigens sagen, ich wollte magnetisch sagen. Aber hey. Ach nee. Ich bin nicht... Oh Gott. Okay, keine Ahnung, wo die hingehört. Wahrscheinlich ist die... Ah. Der Jabajif-Schrein. Den werden wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall erkunden. Ach, ich komme auch nur von so außen rein. Okay, cool. Ja. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Sage Tschüss.